Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu Forza Horizon 3, Freunde. Ja, es geht wieder weiter mit Wer ist hier der Schnellste, aber diesmal machen wir das anderes. Das anderes, was anderes? Ja, eine andere Strecke nehmen wir. Und ich habe jetzt alle Autos auf Allrad umgeswitcht. Das war sicherlich auch ein Fehler, warum, oder ein Grund, warum einige ein bisschen langsamer waren. Aber jetzt hier diese lange Runde, wo es eigentlich im Prinzip fast nur auf Höchstgeschwindigkeit... ja, es war eine nette Runde, aber ich glaube, ich habe eine bessere gefunden. Und wir fangen trotzdem jetzt mit dem Mini an, den kennt ihr noch gar nicht. Den habe ich euch noch nicht präsentiert. Und wir sollten... Wir steigen hier gleich einmal ein. Wir geben hier gleich einmal Gas. Und ich zeige euch, wo wir fahren werden. Hallo Bert, ich habe da einen Fahrer, der perfekt für deine Aufstellung wäre. Jo, ist mir jetzt gerade Latte. Achso, Moment, jetzt wollte ich instinktiv schon nach unten gehen. Instinktiv wollte ich schon nach unten gehen. Wir fahren hier dieses Rennen. Willkommen zurück, Bert. Letztes Mal gab es Gerüchte über einen Scheunenfund. Soll ich eine Route dorthin festlegen? Nein, danke, denn wir fahren hier. So, habe ich da was schon selber erstellt, aber ich glaube, mit dem soll es gehen. So, das ist die Strecke hier. Es geht einmal durch den Tunnel durch. Den kennt schon von diesem No Comment, was ich da mal angefangen habe. Dann geht es links ein bisschen durch die Stadt und rechts durch die Stadt. Zum Schluss noch ein bisschen eine Gerade. Hab die KI auf etwas leichter eingestellt, dass wir so schnell wie möglich vorbeikommen. Und die Runde geht knappe 3 Minuten, glaube ich. Jetzt mit den Autos zumindest mal. So, los geht's, Freunde. Und die haben wir entschieden, boah, mal onboard zu fahren. Boah, die Anfangsphase kurz. Tunnel. Ja, gleich das Problem, ihr habt es gesehen. Durch den Allrad sind wir jetzt leider nicht ganz so schnell mit der Höchstgeschwindigkeit. Und das wird uns jetzt auch einiges kosten wahrscheinlich. Dafür kommen wir um die Ecken ein bisschen besser, aber ich glaube, unser Audi 1 wird da der Favorit sein, weil uns ein bisschen Speed fehlt, so 20 km/h grob. Ah, auf der Kuppel oben bremsen ist hier mit den 1,6er gar nicht so schlecht. Schauen wir, Zeit, wie wir es schaffen. Nehmen wir mal vor, hier in den ersten Part hier drei Autos gleich einmal zu pilotieren. So, jetzt schauen wir gleich in die Außenkamera. Bei einem großen Schnitzer werden wir natürlich gleich, werden wir auch zurückspulen. Boah, was ist denn jetzt? Ja, von lauter hin und her schalten. Ja, geht ja gut los, Freunde. Geht ja super los gleich. Ja, mit viel Risiko haben wir es geschafft, über die Ecke da zu kommen. Jetzt stehen wir leider an. Müssen wir reinschauen, ob wir nicht vielleicht den sechsten Gang einen Hauch raufgeben könnten. Das hat uns sicher das eine oder andere gekostet.
So, jetzt müssen wir uns das Ganze noch mitschreiben. Ah, genau. Sorry, Leute. Das gehört noch aufgeschrieben. Okay. Vier. Dankeschön. Okay, einmal drehen dürfen wir auch. Die letzten zwei, dreimal hatte ich Glück. Ah, 7000, ach, 75 da oben wäre nice gewesen. 7000er geschenkt. Nehmen wir natürlich auch mit. So, wir müssen sowieso wieder schnell zurück. Ja, 6 Minuten ist fast ein bisschen... Naja, okay. So. Ins Tuning rein, und zwar die Übersetzung. Hallo? Also ist gesperrt. Hä? Habe ich das gar nicht? Ich habe mir da doch alles gekauft. So kann man sich täuschen. So, wo ist das nochmal drinnen gewesen? Hier. Aha. Na, ist ja geil, dass ich das... Ernsthaft habe ich das jetzt noch nicht gekauft? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das haben wir aber. Hm. Na gut. Na, wir haben gesehen, das Drehzahlband. Warum das bei Allrad? Naja, egal. Schauen wir nur eine Sekunde, ob wir da was machen könnten. Da steht aber 283, steht da sogar. Hm. Stehen wir da mal ungefähr auf 300 ein. So, kleine Sonderregelung. Wir geben ihm noch eine Chance. Wir geben ihm noch eine Chance. Und probiert es noch einmal. Jetzt hier beim allerersten Mal. Ihr seid hier live dabei beim Probieren. Aber dann haben wir es natürlich. Schauen wir uns mal die Höchstgeschwindigkeit hier an. Ah, das gefällt mir schon um einiges besser. Boah, aber es ist bestimmt nicht so hart. Wie auf der Inselrunde mit dem Speed. Ich glaube, es war noch da am Anfang und dann zum Schluss noch einmal, aber wenn es auf die Start und Ziel zugeht. Hier sollte jetzt inzwischen gar kein Highspeed-Bereich mehr kommen.
Aber mich würde es trotzdem interessieren. Ob man einen Unterschied merken bei der Zeit. Gut, hier sind wir jetzt auch ein bisschen besser schon. Ab hier ungefähr von außen. Ja, hier müssten wir eigentlich den Speed mitnehmen, ab hier geht es dahin. Jetzt ein bisschen Ecke kommen. Ja, man könnte sogar noch, wenn man jetzt ganz genau in die Abstellung reingeht, ein bisschen runtergehen. 244,8, sogar langsamer. Okay, alles klar. Geil. Da waren wir sogar jetzt um 14 langsamer. Aber das könnte noch der eine Rutscher gewesen sein, dass wir nicht so gut um die Ecke gekommen sind. Aber wir nehmen uns der 150er Marke hier vom Level. So, ob wir jetzt noch zwei schaffen. Leider merkt es sich auch die Favoriten nicht. Da muss ich mir neu einstellen. Fuhrpark. Zack. So, wen wollen wir jetzt noch sehen? Wen wollen wir noch sehen? Audi habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Der ist eigentlich auch neu. Was hat denn der jetzt hier? 4,6 hat er plötzlich Speed, wenn wir hier raufgedreht haben. Also ein bisschen werden wir raufdrehen, aber ich glaube, wenn wir beim Drehzahl, wird damals auf, ich mit 300 eingestellt. Ich glaube, wenn wir auf 92 gehen, müsste das eigentlich schön passen. 92 Top Speed, das können wir eigentlich eh für alle übernehmen. Aber was fahren wir jetzt? Ich würde sagen, wir fahren jetzt schnell, dass wir hier von links nach rechts kommen. Nochmal mit dem Abarth. Obwohl, wen habe ich euch das letzte Mal nicht gezeigt? Den Audi will ich euch heute zum Schluss zeigen. Wobei natürlich so irgend so einer, den ich gerade zufällig in die Favoriten drin habe, einfach mal so ein 4,2 Liter mit 681 PS auch mal so rein zum Spaß über die Piste schicken. Wäre auch ganz geil. Den Opel würde ich dann hier sehen. Über die große Inselrunde hat er irgendwie keine Chance gehabt, obwohl er Allrad hat. Aber irgendwie war er nicht so geil drauf. Jetzt weiß ich es nicht genau. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wenn ich, was ich jetzt aufgenommen habe, was ich offline gefahren bin. Wir steigen hier mal ein und schauen einmal ganz kurz, dass alles ziemlich gleich ist. Übersetzung ist auch gesperrt. Ja, leck mich am Arsch. Sag nicht, jetzt habe ich das da auch nicht gekauft. Das ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? Da schaut man alles 100-mal durch und dann ändert jetzt nicht wirklich viel. Muss man auch dazu sagen. Aber jetzt können wir zumindest einstellen. Na gut, 283 hätten wir eh drin. Da brauchen wir jetzt die Welt ja gar nicht mehr hier verändern. Weil da drüben der Ding schon weit rauf geht. Ja, im Endeffekt zu viel bringt dann auch nicht wirklich was. So probieren wir es einfach mal. Damit muss er leben. Das Risiko muss er nehmen.
Go, 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 go. Kann man leider nicht überspringen. Den Abbad. Oh, da zieht er rüber. Ja, wir müssen hier mal definitiv schön durchkommen. Ah, die Anzeigen finde ich eigentlich auch ganz nice. Ah, das passt mit der Höchstgeschwindigkeit. Das passt schon. So 280, 290, die brauchen wir auf jeden Fall. Das können wir überall nachschauen bei Ihnen. Ah, das mit dem Getriebe schaut auch überall nach. Dass ich jetzt mal zwei Autos vergessen habe. Irritiert mich jetzt ein bisschen. Bin jetzt gespannt, wie der im Vergleich zum Mini abschneidet. Ist ja ein Stadtflitzer. Ganz kurz gejuckt. Ein bisschen aus Heck gekommen, aber gut, das werden wir fast bei jedem Auto haben. Wir schalten mal hier gleich um. Ja, der Radstand ist relativ kurz. Aber ich glaube, die Runde ist ein bisschen überschaubarer auch für euch. Sicher ist die Inselrunde geil. Hier können wir speziell in einem Bad, wenn es einmal passt, wenn alles mit den Autos passt, sogar einige fahren. Ah, jetzt haben wir da den Ding mitgenommen, das wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Gehen wir noch eins zurück. Na, das kann ich nicht, egal. Ja, so passt das. Das werden wir mal bei allen so handhaben. Also wir haben diese Frontflügel da drauf. So. Abbad. Oh, schneller als der Mini. Okay. Also die Frage, wenn ich jetzt öfters fahre, ob ich dann auch ein bisschen besser in die Ding wieder reinkomme. Was natürlich auch möglich wäre. So, jetzt machen wir mal zum Abschluss. Machen wir noch den Audi? Hm, ein Erfolg. Oder hauen wir zum Spaß noch einen raus? Ja, zwischen die Autos und 5000. Ja, genau. Ja, ist ja unfassbar. Gut, das ist auf jeden Fall der Führende. Na gut, wenn wir jetzt nicht noch einen fahren, dann sind wir erst wieder nur zwei gefahren in den ersten Part. Das wäre jetzt ein bisschen wenig. Aber ich hätte euch gerne den da auch präsentiert. Audi der Favorit? Hm. Mein neuer Fiesta, der würde mich auch interessieren. Ah, wisst ihr was? Heute zum Abschluss vom ersten Part fahren wir hier mal eine Rakete. Dass ihr seht, was noch kommen wird.
ist der nicht geil. Ist der nicht geil. Aber es ist immer wieder, man muss einfach mit den anderen, mit den Kleinen fahren. Und dann sind die einfach umso geiler. Unfassbar. So, Freunde. Zack. Was kann der fahren? Muss, ja, egal. Da bin ich jetzt gespannt in der Stadt, was der hinlegen kann. Achso, eine Audi-Zeit habe ich ja schon, wenn ich schon einmal gefahren bin. Wäre theoretisch eine Sekunde schneller wieder Abart. Nur 241,9 statt 242,9 mit Abart. Schauen wir mal. Nö, will ich nicht, denn ich fahre hier alles gleich. Jetzt gleich mal eine ganz andere Nummer werden. Ja, speziell das Gebiet hier. Ja, so schnell waren wir da jetzt gar nicht, oder? Wir waren auf keine 300. Boah, sich nur wilder an. Liegt oder schon geil auch. Ah, fahren ein Ticken zu schnell. Aber ist egal, ist nur eine kleine Probefahrt. Gerade aus geht das schon ganz gut. Schauen wir, von außen zum Steuern ist auch geil. Ja, die ist ein bisschen langsamer, die Kurve. Ja, soundet das so ein geil noch. Boah, da kommen wir sogar hier raus. Schauen, welche Kategorie der mitfahren wird dann. Okay. Da muss man definitiv bremsen. Na egal jetzt. Boah. Über 300. Fand ich jetzt gar nicht so extrem vom Ding her. 229 fährt er. Lecco Mio. 12 Sekunden schneller hier auf... zweieinhalb Minuten der ATSV Chevy. Geiler Scheiß, oder? Wahnsinn. Also drehen werden wir jetzt das nächste Mal erst. Okay. Super. Ganz cool reingecrashed. Der ist absolut geil, Freunde. Der ist absolut geil. Aber wir riskieren noch einen ganzen kurzen Blick, dass wir sehen. Die habt ihr jetzt eh alle gesehen. Was dann als nächstes kommen wird. Zumindest mal ein Großteil von den Autos. Das wird der einzige sein. Mal schauen, 3 Liter, da muss ich irgendwie extra dann fahren. Der ist zwar hier drin, aber wir fahren den in der anderen Klasse. Dann fahren wir hier einen, ja, der RS hat 7 Liter. Da muss ich halt schauen, wie ich das mache. Ein Focus ST haben wir auf jeden Fall dabei. Ein Civic Typ R, da werden wir aber, glaube ich, die
2 Liter oder mit dem Hubraum auffrisieren 2,2, 2,3 Liter Klasse dann machen. Honda Civic, Focus ST. Ja, so eine kleine hübsche Runde. Genau, der Typ E haben wir gesagt, die habe ich schon hergerichtet. Eine A-Klasse, 45er AMG. Den Megan RS 250, warum auch immer der nur 301 kW hat, obwohl ich alles gleich auffrisiert habe, aber man sieht schon, dass der wohl keine Chance hat. 357 kW, der ist leichter und da wird der Vauxhall wohl auch keine Chance haben gegen den Ding hier. Ja, der Honda könnte rein von den Daten her eine Chance haben gegen den Mercedes. Da muss ich noch schauen, den habe ich noch nicht ganz fertig getuned. Und der Vauxhall, der ist auch ganz geil, muss ich sagen. Was wird, ja, das wäre ja der 1, 2, 3, 4, 5. Die könnten wir direkt fast in einem Bad schaffen. Der mit den 3 Litern, muss ich mal noch schauen. 3 Liter. Warum hat der, ach so, weil der auf S2 getrimmt ist. Okay, na, da muss ich einen anderen Motor rein tun. Ich glaube, der hat eher irgendwas mit 3 Liter oder 2,5, ich weiß es gar nicht. Serienmäßig der ist egal, das ja wäre zwar mein Traum in einem Bad, aber wird wohl schwierig werden. Aber gut, wenn alles passt, rausspringen, rein fahren, schauen wir einfach mal, vielleicht werden es zwei Bads, aber das haben wir dann relativ schnell runtergespült. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, das war's, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.